In dem heutigen Video schauen wir uns den Innenausbau meines kleinen Mini-Bass-Bootes an. Letzte Woche haben wir ja bereits das Rig vorgestellt und diese Woche schauen wir uns die Detaillösung und den Innenausbau an. Nach dem Intro legen wir gleich los. Hallo, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ich es im Intro bereits gesagt habe, heute gibt es ein Video zu dem Ausbau meines Aquapesh 370, genauer gesagt dem Innenausbau. Hier ist eine ganze Menge Arbeit reingeflossen, hier sind viele clevere Lösungen verbaut, die das Leben und das Angeln wirklich ein bisschen einfacher machen. Das ist nicht alles meine Leistung gewesen, sondern ich hatte ein bisschen Unterstützung auch von anderen Kollegen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir verlieren jetzt aber keine Zeit und schauen uns mal das Boot komplett an. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, der Unterkonstruktion von der vorderen Casting-Plattform. Damit haben wohl die meisten Leute Probleme und danach haben mich auch die meisten Leute gefragt. Wir schauen uns das ganz kurz mal an. Ich erkläre euch das mal. Im Endeffekt ist das hier ein kompletter Kasten, der hier vorne, ne, wie so ein Quadrat aufgebaut ist und einmal in der Länge komplett nach hinten durchgeht. Das ist quasi das Kernstück. Das würde alleine reichen, um die Casting-Plattform zu halten. Zusätzlich habe ich überall dort, wo die Fächer aufliegen, noch so kleine Vierecke gebaut und die überall eingebaut. Das sehen wir einmal hier auf dieser Seite und einmal hier auf dieser Seite. Ich werde euch das auch gleich nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen, dann wird es vielleicht auch ein bisschen klarer. Hier sehen wir jetzt nochmal diese Box, die einmal komplett nach vorne durchgeht, wie ich angemerkt habe. Ne? Das ist einfach 7x5 Douglasienholz. Wir sehen auch hier an der Seite, hier wo das Fach ist, haben wir eben nochmal diese Vierecke, die ich angesprochen habe, um das Ganze nochmal zu unterstützen, um hier eine Auflagefläche für dann eben genau diese Fächer zu bieten. Ganz wichtig bei dem Aufbau war mir, dass diese wasserdichte Box mit integriert ist, denn hier finden Klamotten, Equipment, Kamera, was auch immer, alles was trocken bleiben soll, findet hier drin ausreichend Platz. Das ist auch wirklich bei dem größten Regen, ist da noch nicht ein Tropfen Wasser reingekommen. Von dem her diese Box ganz, ganz wichtig. Die habe ich so integriert, dass man sie, wie ihr hier gerade seht, noch rausnehmen könnt und man hier wieder an diese Unterkonstruktion kommt. Die Unterkonstruktion, ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, besteht großteils aus 7x5 oder 5x3 Douglasienholz. Kriegt ihr ganz normal im Baumarkt. Ich habe das Konstrukt erst komplett gebaut und danach habe ich das dreimal mit Bootslack eingestrichen, dass das eben keine Feuchtigkeit zieht und mir lange erhalten bleibt. Kernstück dieser Casting-Plattform ist eine 21 mm dicke Siebdruckplatte. Wie ihr hier seht, das ist schon ordentlich Material. Was haben wir hier gemacht? Wir haben das Ganze erstmal auf Form ausgeschnitten, die Fächer natürlich entsprechend ausgespart und dann jede Kante sowohl innen an den Fächern als auch außen abgerundet, dass wir hier den Teppich sauber drüber legen können. Der Teppich, das ist ein spezieller Bootsteppich, der keine Schlaufen hat, sondern offene Fasern, sodass, wenn ihr den Angelhaken reinhängt, ihr den einfach wieder rausziehen könnt. Außerdem ist der ein bisschen beständiger gegen UV-Strahlen und auch bei Wasser. Der trocknet also relativ gut ab. Um diesen Bootsteppich hier festzumachen, haben wir einmal doppelseitiges Klebeband verwendet. Das ist aber spezielles wasserbeständiges doppelseitiges Klebeband, weil sich das sonst natürlich lösen würde. Und zusätzlich, nachdem es umgeschlagen wurde, musste man auch noch natürlich den Teppich hier an diese Siebdruckplatte festtackern. Bevor man das aber gemacht hat, tut man sich natürlich nicht verkehrt, wenn man alle Kanten dieser Siebdruckplatte nochmal mit Bootslack einschmiert. Denn die Siebdruckplatte hat zwar eine Oberfläche, die beständig gegen Wasser ist, allerdings die Kanten, wenn ihr sie einmal angeschnitten habt, natürlich nicht. Deswegen haben wir auch da nochmal mit Bootslack gearbeitet, um das Ganze eben haltbar zu machen. Wichtig war, überall, wo ihr die Tackernadel verwendet habt, Edelstahl-Tackernadel zu verwenden. Wir hatten wir mit normalen Tackernadeln versehen, weil uns die Edelstahlnadeln ausgegangen sind. Das habe ich nach 2 Monaten wieder austauschen dürfen. Also da besser an das Richtige investieren, Edelstahl-Nackt-Tackernadeln kaufen, dann bleibt das Ganze auch fest. Kommen wir zu den Fächern. Ich habe ja schon erklärt, wie wir das Ganze gemacht haben. Erstmal ausgesägt auf dieser Siebdruckplatte. Das Innenstück, was wir ausgesägt haben, war dann quasi das Fach. Aber das musste man gute 2 cm nochmal kleiner machen, weil wir natürlich Teppich an Teppich haben und wir somit das Ganze sonst nicht zubekommen hätten. Haben wir selbst unterschätzt, wie viel Material man da zusätzlich wegnehmen muss. Eine coole Idee, was wir gemacht haben, ist ein ganz normales Band, was wir genommen haben. Hier einfach dran festgetackert, man sieht es hier unten und hier auch nochmal an die Seite getackert. Dadurch lassen sich die Fächer super einfach aufmachen. Das klappt um, da kann man drauf treten, da geht nichts kaputt. Das ist schon mal eine Lösung, auf die ich sehr, sehr stolz bin. Philipp, vielen Dank an dich, war nämlich seine Idee. Was wir hier auch in allen Fächern haben, ihr seht es schon, wir haben hier überall Gasdruckfedern verbaut, weil diese Türen doch relativ schwer sind. Und gerade wenn man auf dem Boot ist und mal eine Welle kommt, dann klappt da mal die Tür zu. Wenn man da die Hand oder eine Rute zwischendrin hat, ist das nicht so ideal. Deswegen hier Gasdruckfedern eingebaut. Die gibt es relativ günstig zu kaufen. Auch den Link dazu packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung.
Genau. Die Fächer sind hier, das äußere Fach ist extra so gemacht, dass man es nach innen aufmachen kann, weil das die Fächer sind, die ich meistens von außerhalb des Bootes bediene. Die vorderen Fächer, die sind so gebaut, dass sie multifunktional sind, aber die Größe haben, dass diese Backhandtaschen, die man als Bootsangler sich unbedingt kaufen sollte, dass die da genau reinpassen. Denn diese Taschen sind wasserfest, da kann also bis hier oben das Wasser stehen und da geht nichts in diese Tasche rein. Und deswegen sind die Fächer auch nach außen, nach innen aufgemacht. Man macht es auf, stellt seine Tasche rein, macht das Ding wieder zu und fertig ist es und man hat Platz auf dem Boot. Beim Erstellen der Größe dieses Fachs habe ich mich aber nicht an diesen Backhandtaschen orientiert, sondern an dem, was da hinten steht, und zwar an den Sitzen. Ich zeige euch jetzt nämlich mal was ganz Cooles. Wenn ich das Fach hier aufmache und den Sitz nicht mehr brauche, weil wir sagen, ja, wir möchten eigentlich nur noch im Stehen angeln, dann nehme ich diesen Sitz und kann den perfekt hier hinten reinmachen. Der passt auf den Millimeter genau, deswegen ist das auch ein kleines bisschen schwierig. Und ihr guckt mal, das Ding schließt überall perfekt ab. Ich mache die Klappe zu und der Sitz ist weg. Das Gleiche kann ich auch mit dem anderen Sitz auf der anderen Seite machen. Auch den Castingstuhl kann ich versenken, das zeige ich euch auch gleich mal. Auch den Castingstuhl, den ich gerade rausgezogen habe, können wir hier im Boot versenken. Auch dafür ist es gebaut. Wir machen hier die Klappe auf. Und ich habe hier in der Mitte, durch diese Box, die ich vorhin als Unterbau erklärt habe, haben wir eine recht große Möglichkeit, wo wir hier diesen Castingstuhl entweder so reinmachen, dann ist er ganz locker drin, oder ich könnte ihn jetzt komplett durchdrücken, dann würde auch noch der zweite Stuhl hier entsprechend reinpacken und schon haben wir ein komplett freies Deck, können uns hier frei bewegen und damit ist das Boot relativ modular aufgebaut. Wir sind jetzt gerade im Boot und jetzt kommen wir zu den Fächern, die für mich am wichtigsten sind, und zwar die, die meine Tackleboxen halten. Und auch hier, klar, überall die Schlaufen zum leichten Rausziehen, auch hier eine Gasdruckfeder. Und wenn ihr euch das mal anguckt, ich habe hier das so gebaut, dass ich eine große, und zwar wirklich große Box hier reinkriege, sodass kein Wasser von unten kommen kann. Und wenn ihr mal seht, ich habe hier 5 große Mayo-Boxen drin, habe hier an der Seite noch Boxen drin und theoretisch könnte man auch noch hier Boxen oben drauflegen, sodass wir hier wirklich mit viel, viel Material unterwegs sein können. Das Ganze haben wir nicht nur auf der linken Seite, sondern auch auf der rechten Seite. Wie ihr hier seht, das ist dann meistens das Fach, dass ich meinem Bootspartner gönne, der dann hier seine ganzen Tackleboxen reinmachen kann. Wichtig hier, die Fächer gehen nach außen auf. Ich hatte die vorher genauso wie die großen Fächer, dass sie nach innen aufgehen. Aber da man sehr häufig an die Tackleboxen geht, sobald man die hier aufmacht und ins Innere, man blockiert sich die ganze Zeit. Außerdem liegen hier meistens Ruten auf der Seite. Deswegen ist es viel besser, diese Fächer nach außen aufzumachen, sodass die Ruten hier hinten noch drin liegen und man eben hier noch Platz hat und keine entsprechende Behinderung durch die Klappe, die hier aufgeht. Ne? Jetzt habe ich euch gezeigt, wo mein Tackle Platz nimmt, aber man braucht auch noch andere Sachen wie Vorfachmaterialien, Wirbel, Snaps, vielleicht mal ein bisschen Paste, um Gummi zu flavern, mal eine Zange. Und das habe ich hier in der Mitte verstaut. Schaut mal, ich habe hier einmal ein Fach, das eigentlich zuerst dafür gedacht war, Kescher, Ruten oder sonst irgendwas zu verteilen. Und hier habe ich eine Box drin. Diese Box wird hier einfach reingestellt, die habe ich mir selbst zusammengebaut. Ihr seht, relativ einfach mit ein paar Nägeln zusammen, vorher noch verleimt und hier auch 4-5 Mal Bootslack drüber gestrichen. Und hier ist wirklich alles drin. Gut, die Box ist jetzt nicht gerade aufgeräumt, aber hier habe ich meine Scale drin, hier sind meine Zangen drin, hier vorne mein Vorfachmaterial, meine Wirbel, eine Schere, Tempos, Dropshot, hier auch die Fernbedienung für den Bugmotor. Also das Ding ist wirklich, wirklich cool. Das ist sozusagen mein Day-Fach, dass ich hier immer rein und rausnehmen kann oder auch drin lasse, wenn ich hier schnell an meine Sachen ran will. Bei diesem Fach, wenn wir hier die Box, die ich gerade angesprochen habe, rausnimmt, kann man auch noch mal zweiteilige Ruten hier unten reinladen. Man muss ein bisschen gucken, dass das passt von der Länge. Ruten bis 2,30 Meter schafft man hier zweigeteilt rein. 2,40 Meter wird knapp, 2,50 Meter geht über den Winkel nicht. Im Idealfall hat man da natürlich noch einen Routencase drumherum, dass das Ding nicht hin und her schlackert. Und man sollte vielleicht auch aufpassen, dass nicht gerade der Castingstuhl da drin ist, weil wenn man da fährt und es bummt, dann schlägt sie Routen zusammen. Aber sonst für normale Fahrt, um die Routen aus dem Weg zu bekommen, ist das eine gute Möglichkeit. Box wieder rein und man hat hier ein bisschen mehr Platz auf dem Deck. Kommen wir zu den zwei Fächern im Heck. Dem einen auf der linken Seite, auch hier wieder eine Feder eingebaut, sodass das oben bleibt. Und hier sind im Endeffekt die Sachen drin, die man so fürs Boot braucht. Einmal, wenn ein bisschen zu viel Wasser ins Boot gelaufen ist, denn eine Bilgepumpe habe ich nicht, kann man hier Wasser mit rausschöpfen. Eignet sich aber auch sehr gut als Urinal, muss ich zugeben. Muss man danach aber unbedingt wieder sauber machen. Und hier noch mein Zusatzkanister, falls wir mal leer laufen, das ist immer ganz wichtig. Die zwei Sachen sind hier drin.
Auf der anderen Seite, da sitzt das Kernstück meiner Echolot-Einheit, das Helix 9. Ich habe das Ganze so zusammengebaut, dass wirklich alles hier unten reinpasst. Einmal ein Handtuch, damit das Ganze geschützt ist. Dann habe ich hier eine Ram-Mount, die stelle ich hier einfach oben drauf. Nehme dann hier mein Gerät raus, kann das hier festmachen. Ich mache das meistens erstmal so, dass das hier unten fest ist. Habe hier ein Kabel. Das Kabel ist hier drin verlegt und das wird hier einfach angeschlossen. Und schon ist dieses Gerät einsatzbereit. Hier innen drin sieht man, da ist einmal eine Box. In dieser Box, ich hole sie mal raus, ist ein 12 Volt 20 Ampere Lithium-Akku, auch von Yarocell verbaut. Den habe ich hier einfach nochmal in diese wasserdichte Box rein, falls hier mal wirklich Wasser reinläuft, dass das Ding hier wirklich safe ist. Und zusätzlich schützt es natürlich, wenn wir fahren, dass der Akku da hin und her klappert. Hier habe ich auf dieser Box nochmal so Isoliertape für, ich glaube, Heizungsrohre ist das festgemacht, damit wir hier einfach nochmal ein bisschen Dämpfung haben. Ihr seht, das Ganze ist so aufgebaut, dass wir hier einmal ein Ladekabel haben. Das wird einfach dann entsprechend an das Ladegerät gesteckt. Und hier habe ich einmal nochmal einen Powerstecker. Dieser Powerstecker, der geht quasi an den Kabelbaum, den ich hier festgemacht habe. Und in diesem Kabelbaum sind drei Kabel drin. Zum einen das Kabel für den Geber, das vom Echolot hier unten durch und ans Heck geht. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Das zweite Kabel ist das Stromkabel. Das Stromkabel endet quasi im Gegenstück, in diesem Adapter, der dann hier an die Batterie angeschlossen wird. Und das dritte Kabel ist das Verbindungskabel von dem Minn Kota, der ganz vorne im Bug ist, zu dem Hummingbird Helix 9. Wie habe ich das Kabel hier verlegt? Wenn wir mal ganz kurz an die Front gucken, sehen wir, dass das Kabel aus dem Bootskopf kommt. Und jetzt ist es so, wir schauen uns das gleich später mal an. Ich habe das Kabel einfach durch den Boden unten durchgelegt. Ich habe den Boden rausgenommen, den kann man einfach rausschrauben, habe das Kabel unten durchgelegt, hier unten rein. Und das geht quasi mit hier an dieses Gerät. Um jetzt Strom herzustellen, die zwei Dinge einfach zusammen. Das kann man auch theoretisch die ganze Zeit so lassen. Und auch der Dot hier hinten hängt eben genau an diesem Stromkabel. Die Box liegt dann hier unten drin. Ja? Und damit funktioniert das Echolot schon. Warum ist jetzt dieses Kabel so lang, fragt ihr euch. Schaut mal, das ist wirklich sehr, sehr lang. Wenn ich das Echolot nur hier brauche, ist natürlich das ganze Kabel hier in der Box drin. Ja? Ich habe natürlich die Kante von dem Fach hier hinten habe ich natürlich ein bisschen abgeflacht, dass das Kabel hier ohne Knick durchpasst. Habe ich auch hier in der Innenkante gemacht. Damit habe ich das Kabel relativ kurz. Jetzt bin ich aber nicht immer hier hinten, sondern ich bin auch mal vorne. Und deswegen ist da vorne auch eine Mount. Was machen wir? Wir können einfach das Kabel rausnehmen, unser Echolot hier lose schrauben, lose machen, so. Und dann mit dem Kabel hier vorne festmachen. Und schon habe ich mein Echolot vorne. Natürlich muss ich schauen, das mache ich dann meistens, ich lege das Kabel hier noch schön an den Rand. Das überflüssige Kabel machen wir hier rein. Ja. Sieht zwar nicht ganz so sauber aus, aber so habe ich einfach die Möglichkeit, einmal das Echolot hier direkt bei mir, wenn ich fahre, zu haben. Und wenn ich alleine bin, auch mal vorne beim Werfen zu haben und dann auch entsprechend die Fische zu sehen, gerade fürs Vertikalangeln. Wenn ich da vorne sitze, ist es natürlich super. Ja, das war meine Lösung, wie ich zumindest mein kleines Boot mit Echolot so ausstatte, dass ich es an zwei Positionen nutzen kann. Den Geber, den habe ich hier hinten im Heck montiert. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das Kabel läuft hier vorbei. Und wenn wir mal gucken, mal kurz herkommen, dann sehen wir auf der Seite hier unten, es ist ein bisschen Sand drin, mal hier durchfilmen. Dann sehen wir, dass die Kabel eben hier an der Seite in dieses kleine Loch in die Box gehen, wo eben das Echolot drin liegt, denn da muss ja auch das Anschlusskabel hin. Aber zurück zum Echolotgeber, der ist hier auf einer Aluminiumschiene, die ich mir ausgedacht habe, festgemacht. Das Ganze ist mit Sikaflex ans Boot gebaut und mit dieser Montage kann ich den Geber in der Höhe verschieben. Macht natürlich keinen Sinn, den Geber immer hier oben zu haben, so habe ich es nur in Fahrtrichtung. Aber wenn man alleine auf dem Boot ist, hat das Boot einen ganz anderen Tiefgang als zu zweit oder vielleicht auch sogar zu dritt. Und deswegen habe ich hier die Möglichkeit, den Geber in der Höhe zu verschieben. Denn in der Idealhöhe, wo er eigentlich wäre, seht ihr, der müsste noch ein Stück weiter runter, liegt er auf dieser Langauflage auf. Und deswegen habe ich eben keine Möglichkeit, den Geber fix zu installieren. Würde die Langauflage ein bisschen weiter nach vorne gehen, man könnte den Trailer so noch einstellen, dann könnte man hier auch den Geber festmachen. Ich wollte aber unbedingt so eine flexible Lösung, wo ich den Geber in der Höhe verstellen kann. Eine Schraube hier festmachen, eine Schraube hier festmachen und dann ist das Ding fest und wie gesagt in der Höhe verstellbar.
Schauen wir uns noch ganz kurz die Box an, die ich hier unbedingt im Boot behalten wollte. Ich zeige euch mal ganz kurz. Hat Löcher. Im Endeffekt kann man durchgreifen. Ne? Also kann man durchgreifen. Was habe ich hier drin? Ich habe hier drin einmal zwei Automatikwesten. Ich habe hier auch noch mal drin ein Fußpedal für den Minn Kota Motor, den man einfach anschließen kann. Erste-Hilfe-Kit, das hier drin liegt. Da ist Desinfektionszeug, Pflaster und alles Mögliche drin. Ist also eine geile Sache. Hier sind dann auch immer noch Handtücher drin, ne? Die sind immer schön trocken. Hier ist dann auch drin meine Regenjacke oder zusätzliche Kleidung. Wechselklamotten sind hier mit dabei. Auch das Kameraequipment liegt dann hier drin, weil das eben alles trocken bleibt. Genau. Jetzt kommen wir noch mal zu dem Fach ganz vorne. Das Fach ganz vorne ist einfach nur ein Brett, das hier einfach drin liegt. Ne? Das ist relativ genau geschnitten, sodass das nicht groß rumrutscht, aber man kann es eben mit dieser Leiste oder man kann hier auch vorne gerade so mit dem Finger reingreifen und dieses Brett rausnehmen. Ich lege das mal zur Seite, dass man sieht, wie der Motor überhaupt Strom kriegt. Wir haben hier einmal das Stromkabel. Das Stromkabel ist hier auch wieder an so einen Powerstecker zum leichten Trennen festgemacht, denn auch der Motor ist auf einer Montageplatte und diese Montageplatte könnte ich ja theoretisch einfach dafür nutzen, den Motor mal wegzumachen. Dafür kann man dann das auch hier wegmachen. Um das Kabel zu fixieren, habe ich hier einfach eine kleine Aluminiumleiste genommen, die ich hier in das Boot geschraubt habe. Und Strom kriegt das Ganze hier über diese, wie gesagt, schon 50 Ampere 24 Volt Jarozell-Batterie. Wir haben hier einfach das Stromkabel an die zwei Pole geklemmt. An den zwei Polen habe ich auch zusätzlich nochmal einen Ladestecker angeklemmt, sodass ich den ganz einfach laden kann. Ladegeräte liegen bei mir zu Hause in der Garage. Die Batterie habe ich einfach in der mitgelieferten Styroporbox drin gelassen, habe die ein bisschen zugeschnitten, sodass die Batterie hier wirklich super fest drin sitzt und auch bei den größten Wellen und Dotschern im Wasser nichts mehr abbekommt. Man sollte so eine Batterie zu so einem Bugmotor immer mit einer Sicherung sichern und das habe ich auch hier gemacht. Ihr seht, das hier ist eine 60 Ampere Sicherung. Und das hier ist sozusagen mein Ein- und Ausschalter. Wenn ich hier drauf drücke und die Sicherung draußen ist, dann läuft hier auch kein Strom, dann geht das Ding nicht an. Ne? Also mal hier auf den Motorfilm, man sieht, der Motor geht nicht an. Ich kann hier drücken, wie ich will. Jetzt gehe ich aber einfach wieder her, mache diesen Schalter der 60 Ampere Sicherung wieder runter. Und wenn ich jetzt hier vorgehe, kann ich den Motor anschalten. Ja? Das ist quasi meine Lösung. Drücke ich hier wieder drauf, batsch, geht das Ding aus. Das ist meine Lösung, um eben hier einen gescheiten und geschützten Stromkreis zu haben. Auf der Seite habe ich dann noch einmal eine Matte und ein Seil. Das Seil nehme ich immer zum Trailern. Und die Matte ist immer ganz geil. Die liegt eben auch drin, wenn wir gerade ins Boot einsteigen. Ne? Das ist dann hier zu. Matte liegt dann hier auf der Seite. Und wenn ich jetzt ins Boot einsteige und sandige Schuhe habe, putze ich mir erst hier die Schuhe ab und darf dann ins Boot reinlaufen. So stellt man einfach sicher, dass das Boot nicht komplett verdreckt. Und wenn dann beide einfach die Matte und schüttelt die entsprechend aus, so hat man das Boot auch wieder sauber. Beim Festmachen des Motors müsst ihr aber unbedingt darauf achten, bei diesem Rigiflex, vorne der Bereich, wo ihr den Motor draufsetzt, der ist relativ weich. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, gerade bei einem 80 Slips Motor entstehen wirklich viele Kräfte, wenn das Ding anfährt. Ich habe hier nochmal ebenfalls eine 21 mm dicke Siebdruckplatte genommen und habe die hier wirklich, ich glaube, mit 10 oder 12 Schrauben und sehr, sehr großen Unterlegscheiben. Also ich habe hier 5 oder 6 cm sogar im Durchmesser, die von unten das Ganze stabilisieren und einfach die Spannung größer verteilen, festgemacht. Wir haben hier die Platte drauf und zusätzlich ist hier auch nochmal eine Schnellwechselplatte auf dem Boot, sodass ich den Motor relativ schnell wieder rausnehmen kann. Einfach den Splint hier ziehen, das Ding hier rausziehen und ich könnte den Motor hier quasi runter machen. Damit kann ich den Motor einfach sehr, sehr schnell wechseln. Wenn man im Boot jetzt gemütlich sitzen will und man den Stuhl verstellt, ne, zum Beispiel von hier außen, hier in die Mitte, wird man relativ flach sitzen und wenn ich den Stuhl da vorne hin mache, dann sitze ich ja quasi auf dem Boden. Ne? Deswegen ist hier auch noch ein Pedestal verbaut, also eine Stange, um eben den Sitz höher zu machen. Und da müsst ihr mal mit der Kamera mitkommen. Denn den Pedestal, den habe ich mir, das ist auch eine der Lösungen, auf die ich ganz stolz bin, habe ich mir hier unten festgemacht. Ihr seht hier, hier sind Halterungen, die einfach mit einem Gummiseil festgemacht sind. Ne? Hier ist ein Gummiseil, da sind so ein Haken reingreift, damit das hier fest bleibt. Und hier kann ich den Pedestal rausnehmen. Und ihr seht hier, das sind einfach zwei große Halterungen, die sind tatsächlich extra für so ein Pedestal gemacht. Und mit diesem Gummi kann ich das Ganze dann wieder hier festmachen, sodass der Pedestal hier nicht rausrutscht. Und den nimmt man einfach, ne, steckt den hier hinten in seine Base, macht dann seinen Stuhl oben drauf. So, und dann sitzt man hier, das Ganze ist sogar noch höhenverstellbar, das heißt, ich könnte, wenn ich wollte, auch noch mal ein bisschen höher, ne? Oder auch ein bisschen tiefer und kann mich auch hier drehen entsprechend. Ne? So, höhenverstellbar, batsch,
Dann sitze ich noch mal ein bisschen höher. Ich brauche es aber ein bisschen tiefer, so auf der Höhe. Und dann kann ich hier gemütlich sitzen und fischen. Das war es also, das Video zum Innenausbau meines Aquapech 370. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet die ein oder andere Idee vielleicht auch für euren Bootsumbau mitnehmen. Falls ihr Fragen habt zu Themen, die ihr gerne noch mal ein bisschen genauer beleuchtet haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wie viel das Ganze gekostet hat, auch dazu kann ich gerne ein Video machen, wenn euch das interessiert. Falls ihr weitere Anmerkungen habt, was ich an dem Boot verbessern könnte, auch das würde mich freuen, wenn ihr das unten in die Videokommentare schreibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr mehr von mir sehen wollt oder mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich riesig über ein Abonnement freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß, vielleicht auch mit eurem eigenen Boot und dem eigenen Bootsumbau. Bis dahin, macht's gut, euer Chris.